So, in 25 Meilen müsste das sein. Nee, ins 20. Und er sagt mir, das ist ein 9. Ah, nee, da macht er kurz vorher die Checkliste schon mal. Lieber zu früh als zu spät. Wobei ich weiß nicht, wie ich hier meinen blöden Kopf drehen kann. Hallo. Leerfield, Dingsbums, Cockpit. Ne, 2D machen wir nicht. Nee, 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 nee. Captain Main Panel. Virtuelles Cockpit. So, komm, machen wir die mal. Descent Preparation Checklist. Bitte. Seatbelt sign. Auto. Anti-ice. Off. Landing information. Received. Altimeter. Standard. Barrow Radio. Keine Ahnung, was ich da drücken muss. Ach man, jetzt. Ah! Das macht einen wahnsinnig. Aber jetzt kann ich meine Kamera nicht mehr bewegen. Checklist complete. Scheiße. Muss wieder einschalten. Notgedrungen. Oh mein Gott. Oh Mann, lässt sich das Scheiße bedienen. Ach. Verdammte Kacke, ey. Das ist ja Horror. Mann. So. Ach komm. Initiating descent. Da wollen wir mal. Radar tilt. Skip Item. So. Dann machen wir jetzt wieder diesen Kack an. Das Problem, warum das jetzt nicht ganz hundertprozentig funktioniert, ist ganz einfach damit zu erklären, dass dieses Flugzeug eine andere Unterart vom Airbus A321 ist. 200 irgendwas, keine Ahnung. Und der Tim Air Airbus A321 wiederum ein anderer ist. Mit dem Haken, dass das ja für FSX 2 andere Flugzeuge sind und die Kameraeinstellungen für das eine nicht beim anderen übernommen werden. Beim Tim Air Airbus A321 hatte ich noch diese eine Extrasicht gehabt, wo was soll ich gerade erzählen? Wo halt hatte ich mir auch immer auf die Nummer 8 gelegt. Und das war auch jemand, jetzt sieht es hier aus wieder. Wo man was soll ich denn sagen? Wo man dann halt eine ruhige Sicht hat, die dann nicht so wackelt. Habe ich jetzt in diesem Fall nicht. So, Radnav mal ganz schnell hier eingeben. Wir brauchen die Runway 27 in Weizi. Wenn ich mal erst jetzt hier die Liste haben könnte. Dankeschön. So. Das ist die 110. 7-0. Ach, die hat er ja. Will ich das nochmal eingeben? Hat er das schon? Nimmt er mir hier die Arbeit weg? Ich bin ganz traurig. Ach, scheiße. Jetzt hier alles menschliche. Oh. So, Landing System. So. Der hat das. Hat er gerade noch nicht gehabt. Das hätte ich ja nicht rumfuchteln wollen. Weil ich bin da schließlich auch nicht so doof, wie ihr denkt. So, genau. Wir fliegen von. Nee, von. O nee. Wir fliegen gerade auf 100. Ach. Mensch, das ist so kompliziert, ich muss mir um 50 Ecken denken. Auf jeden Fall haben wir natürlich einen Anflugskurs von ungefähr 270 plus minus ein paar Grad. Also wir fliegen in die Richtung 270. Das heißt, wir kommen von Osten. Tim. Mann, mitdenken war noch nie so sein Ding. Das bedauert er auch manchmal sehr, aber das kann er leider nicht ändern. So.
Das ist natürlich praktisch. Da hat er sich die ILS-Frequenz schon jetzt geholt gehabt, weil er wusste, dass ich da landen will. Also der wusste das nicht. Ich hatte ihm das gesagt. So klug ist das Flugzeug schließlich ja auch nicht. Aber wir müssten langsam... Ach, ist die Frage. Ich starte den Sinkflug lieber etwas früher als zu spät. Wenn wir bei diesem komischen SQPD-Kabum-Punkt angelangt... Wie heißt der eigentlich genau jetzt? Irgendwas mit Po? Sub? Sugpo. Sogpo. Sogpo. Und von Sogpo nach Tebo sind es 13 Meilen. Wenn wir es schaffen, da schon vielleicht 12.000 Fuß zu fliegen, wäre das gut. Wenn wir bald ein bisschen runterkommen. Sehr schlimm wäre es, wenn wir viel zu früh... viel zu spät... dann sinken. Und dann viel zu hoch für den Anflug sind. Das ist wirklich schlimm. Lieber etwas zu früh auf den 3000 Fuß dann so ein bisschen herumschwirren, als dann doof hinwegfliegen. Ja, langsam fängt sich das auch wieder hier richtig. Und ich habe auch, wie ihr vielleicht gemerkt habt, heute ein sehr schönes Wetter eingestellt. Wir haben mittel viele Wolken bei einer Sichtweite. Die ganze ist nicht unbegrenzt. Eine Stufe drunter, das sind glaube ich 64 Kilometer, kann das sein? Auf jeden Fall ist das eine Menge. So, und gleich muss er natürlich logischerweise, weil wir dann wieder an die magische 10.000 Fuß Grenze kommen. Verlangsamen. So. Das wäre nämlich gleich auch soweit und ich hatte da ungut geschätzt. Ich hatte gesagt, wenn wir dann hier gleich angekommen sind, an dem Punkt sollten wir bei 12.000 ungefähr sein, 12.000 Fuß. Das sind wir auch sehr genau. Da wird das jetzt geraten. Ich hätte es auch ausrechnen können, aber da, wie ihr wisst, bin ich eh zu faul für und auch eh viel zu doof. Irgendwie eh verrechnet. Also wenn ich teilweise schätze, ist das bei mir genauer, als wenn ich rechne. Da merken wir natürlich jetzt schon, dass er natürlich die ganze Zeit jetzt hier versucht zu bremsen. Bei Bremsen da kein gutes Wort ist. Zu verlangsamen. Mit Bremsen stellt man sich vor, mit so Bremsklötzen und so einem Reifen. Das ist hier so ein bisschen in einem sehr, 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 sehr übertragenen Sinne. Das ist nicht gut, wenn man das sagt. So. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir, vorher noch alles vorbereiten müssen. Wir haben... Ich will mir das jetzt hier entsinnen, um mir das zu entlocken, ob da was fehlte. Nee, ich meine, wir hatten auch alles.
Müssen wir nur dafür sorgen, dass wir rechtzeitig runterkommen. Das wäre jetzt alles. Nächster Punkt ist T-Bro und dann ist es nicht mehr weit. Na, 40 Meilen, sagt er mir. Das kann in etwa, ja, das kann sein. Das ist VOR2. Das zeigt uns auch noch die gesamte... Ja, zeigt uns auch die ganze Distanz an. So. So. Hat sich mal wieder, hat sich wieder beruhigt. Aber ich finde das immer sehr bequem. Ich fliege viel lieber hier den Airbus als die Boeing 737 oder so. Wenn man sich damit den System auch mal vertraut hat, dann wird das wahrscheinlich auch gut klappen, aber ich persönlich fand den Airbus eigentlich schon immer einfacher. Von dem System meines Erachtens ein bisschen nachvollziehbarer. Weil die sich doch in vielen Sachen auch ähneln. Ich habe nämlich damals angefangen gehabt mit ja gar keinem richtigen Flugzeug. Gar nicht, kein festes richtig gehabt. Und dann hatte ich mal so ein bisschen A320 gehabt, dann wieder 737. Und mit dem Umstieg bin ich auch relativ gut zurechtgekommen. Zumal auch dazu zu sagen ist, dass ich jetzt, wenn ich meine Flugzeug fliegen könne, jetzt nur meinte halt so die ganz, die allergröbsten Sachen. Genau, das ist super. Dann sind wir hier da und kurz bevor wir den ALS rein... Genau. Bevor wir dann hier unseren, den Gleitpfad dann einfangen. Den, beziehungsweise den Localizer. Schwenkt man dann hier rechts rein. Das ist super. Ja, was soll ich gerade erzählen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Was für Approach-Checklist? Ja, machen wir gleich, wenn er das eh machen möchte. Das Gute ist ja, der macht den ganzen Rest hier alleine. Das heißt, hier ist ja keine Gefahr. Wir müssen halt gucken, dass wir nicht abstürzen, aber mehr auch nicht. Und da hatte ich damals bei den meisten Flugzeugen auch nur gewusst, wie der Autopilot funktioniert und wie ILS funktioniert. Und da hättest du mich aber nicht fragen können, mach mal bitte da eine Treibstoffpumpe aus und da eine an und da APU an und aus. Das war dann zu viel. Ich konzentriere mich jetzt lieber jetzt auf dieses eine Flugzeug richtig und dafür auf die anderen nicht mehr so. Und durch die Checklisten wusste ich auch jetzt noch 4 Monate später, wie man das Flugzeug fliegt. Wenn ich jetzt in der 737 gewesen wäre, hätte ich ja gar nichts mehr gewusst. Denn das bringt nur unnötig noch mehr Verwirrung.